Servus bei Let's Play Resident Evil 4, den Remake. Ja, etwas angeschlagen, würde ich erst mal sagen, gehen wir gerade weiter. Ja, keine Ahnung, weiterzukommen. Ich weiß es wirklich nicht, es ist... Oh. Munitionstechnisch schauen wir nicht gerade gut aus. Wir haben weder Schrotmunition, sondern viel kostet dort der Angriff. Das muss man schon ehrlich sagen. Oh, Pistolenmunition finde ich nice. Schießpulver anhaften, das finde ich sehr nice, aber... Oh, Rohstopfe! Ja! Da war noch irgendwo Flintenmunition. Hallo? Wo? Ich sehe sie nicht! Ashley! Ich gehe zu weit. Zurücke. Ah. Und hier sollte noch ein Schätzchen sein. Schätzelein. Wo ist denn das Schätzelein? Bing-Bong. Ein roter Barrel. Schöne Sache, schöne Sache. Brr. Hallo, mein Digger. Dann schauen wir mal. Ich kann wieder herstellen. Ja, und ich brauche dringendst Pistolenmunition. Tut mir leid, es geht nicht anders. Schreibmaschine ist hier. Das gefreut mich. Die kann ich jetzt wieder verstauen, aber die Schuss haben es gebracht, ja. Ich weiß nicht, wie man Kampfmesser repariert. Das darf mich interessieren. Warte mal, zuerst lese was. Spaziergang bei Nacht. Schon mal von einem dieser hässlichen Typen gesehen, denen Tentakeln aus dem Hals sprießen. Die sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Aber sie haben eine Schwäche. Sie verabscheuen helles Licht. Einen Grund, weshalb du sie am helllichten Tag nie am helllichten Tag antreffen wirst. Wenn du dich also einmal zu einem Nachtspaziergang bemüßig fühlst, halt besser ein paar Blendgranaten bereit. Ich habe immer welche dabei, das sage ich dir. Na, der hat alles dabei. Wenn du willst, bekommst du bei mir auch die zugehörige Rezeptur, dann kannst du sie bei Bedarf selbst herstellen. Dies habe ich schon festgestellt. Ernsthaft? What you see is what I've got. Moment einmal. Du war nicht so umeinander. Welcome. Ich habe es Geld. Ah, that there's a real boomstick, mate. It will reduce your target to a bloody pulp. Ich sag immer noch die Augen vor ihm. Ah, jetzt ist es im Sonderangebot. Du dann. Tunen. Was können wir tunen? Die Red 9 können wir mal gar nicht tunen. If you want a fighting chance out there, you best tune up. See how that feels, mate. A fellow like yourself should notice the difference right away. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. Wir haben schon alles verkauft, gell? Rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Die könnte ihm eigentlich wieder, die könnte ihm verkaufen. Na, die kann er ihm nicht verkaufen. Boah, ganz schlecht. Die könnte ihm verkaufen.
deal well struck. Okay. Können wir dann noch im Mechat noch in das eine investieren und in das eine investieren? Was ist mit dir? Schaden ist schon ganz gut, aber die Magazingröße. This kind of work is about finesse, stranger. Sehr gut. Goes a long way. You see. Die Schulterstütze. Yeah! Die Schulterstütze! Verdammt. Ihr braucht eine Menge Platz. Aber Zubehör an die Red 9. Judi, judi. Yeah. Viel genaueres Zielen. Ashley. Hallo. Hallo, Ashley. Gut. Hier darf man mal speichern. Ja. Gut. Wir haben nur noch immer nicht genug Munition. Hä? Was ist das? Dies ist ein direkter Befehl von Lord Saddler. Rüstet das Gebiet ab, hier zu einer Defensivstellung, um Eindringlinge frühzeitig abzuwehren. Für den gerechten Glauben bin ich gewillt, jedes Opfer zu bringen. Meine frommen Gläubigen, baut mir eine unbezwingliche Festung und stellt sicher, dass jeder Heide, der dumm genug ist, einen Fuß darin zu setzen, für seine Sünden mit Blut bezahlt. Ich würde mal sagen, das war der Bürgermeister. Oh, oh. Das gefällt mir mal gar nicht. Guck. Alright. Spread out. Okay. We've got company. Keep moving, but quietly. Guess we're doing this. Das finde ich nicht gut. Oh oh, du Arno! Du Arsch! Jetzt! Laut endlich noch! Oh. Er braucht Schießpulver! Ich hoffe, die Tür geht wieder auf. Wer braucht fucking Schießpulver? Ich geh's nochmal gemütlich an, also. Schätzelein? Nix Schätzelein. Rohstoffe L, na sicherlich, das brauche ich. Handgranätchen finde ich immer gut. Ja.
Oh, Alter! Okay, da geht's wohl weiter. Das heißt, wir schauen uns da oben auch noch um. Ja. Ich geh da nicht rein. No, 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 no. Das habe ich alles gelootet. Habe ich da noch irgendwas unten übersehen? Nicht wirklich. Dann guck's mal da. Hallo, was haben wir denn hier? Ein gelber Diamant? Eine Sackgasse. Okay, Flintenmunition. Ja, da, wir haben jetzt wieder ein bisschen. Darauf kommen wir nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Okay, da unten haben wir mal schön gelootet. Stopp. Was kriegst du so? Ich finde immer einen Haufen Schießpulver, aber was nutzt man das, wenn ich keine Rohstoffe finde? Ja, könnte man nur einmal das, aber ich warte lieber, bis ich wieder ein bisschen. Okay. Was anderes finde. Judi, Judi, Judi! Was haben wir hier? Hier geht's wohl weiter. So ist das alles okay? Gut. Ist ruhig? So ruhig? Oh. Na, kann nicht sein. Es ist schön, dass sie eine Festung errichtet haben und dann ist keiner da. Oh, das ist eine Falle. Ich hätte es mir denken können. Schon langsam bauen wir sie wieder mal am Munitionsvorrat auf. Langsam. Gemütlich hier. Sehr gemütlich. Lecker, lecker. Kelch der Buße. Aha. Nein, hier. Drei Edelsteine. Ich verstehe. So weit gehen wir mal. I understand. Keinen Breakdance auf den Leon. Ich will nicht immer Schießpulver finden. Schlei. Oh, fuck it.
Oh, fuck it. Ich sehe keinen. Hallo. Hallo? Oh. Hang on. Bleib ein bisschen zurück. Ich habe hier ein so blödes Gefühl. Aber wirklich ein so blödes Gefühl bitte gerade. Sure is quiet. Aha. Sag es noch, Idiot. Like I need something. Ja, wir brauchen einen Schlüssel, was irgendwie klar war. Warum schaut das gerade wieder so richtig wie so ein schöner Arena-Kampf, was? Hm? Warum? Boom! Hey! Hey! Hey, servus! Entschuldigung! Ich hab deinen Kopf verfehlt. Alright. War eindeutig mehr Füller. MP-Munition, natürlich! Was, wenn das nicht. Das ist die extremste Falle, die was man jemals haben kann. Und was noch schlimmer ist, wir kriegen Munition. Das finde ich nicht gut. Finde ich zwar sehr gut, aber finde ich nicht gut. Ich habe irgendwo einen Schatz übersehen. Schon wieder mal. Ashley, bitte. Spar dir diese Geräusche. Oh, hallo. Andere Seite. Wie? Stopp. Finden. Ich muss eh noch mal zurück. Hier ist nichts. Ein Schätzchen. Das könnte aber da oben sein. Oder auch hier. Oder auch hier. Ein Spinell wieder. Warum schaut das alles so verdächtig, so wirklich verdächtig nach einer Falle aus? Hm. Schwer zu sagen, weil es wahrscheinlich eine fucking Falle ist. Ein gelbes Crowd. Und ich habe kein Grund, das zum Kombinieren. Wo kommst du da her? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich das eingesammelt habe. Eine Kiste. Gewehrmunition. Finde ich supi.
Param, param, pam, pam. Grüß Gott. Oh, ey. Also ganz ehrlich, das kann nur. Das kann nur schief gehen. So, was haben wir hier? Ja, das ist. Aha. Also ich hätte ein bisschen auf Munition gehofft, aber. Okay. Na gut, meine Lieben. In der nächsten Folge werden wir dann hier weiter auf Erkundung gehen. Ich glaube, es wird da wieder zu so irgendwas kommen, damit uns ordentlich eingekatzt wird. Ich glaube schon, das wird noch sehr interessant. Und ja, wir werden sehen. Ich glaube, so leicht wird das nicht werden. Auf jeden Fall ist das Gebiet komplett neu, kenne ich so überhaupt nicht und ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich finde es voll lewand. Na dann, ich sage einmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss mit dir, ciao mit dir, servus mit voll wow. You're here looking for someone? Maybe. Some missing señorita? Ashley, where are you? Your soul requires cleansing. Ashley Graham, are you in here? Let me go. Listen. I'm hearing the president's orders and. What is that? What do we do? The last lambs are escaping. We need to go! I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Ada? Who are you? What are you doing here? My faithful disciple will show her the path. Ashley, run! The entire world shall overflow with his grace. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. And now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me.